Zeitumstellung. Eine Stunde geschenkt. Das bedeutet, dass wir eine zusätzliche Stunde haben, um das zu tun, was wir lieben. Macht euch bereit zum Schlummern, liebe Leute. Denn diese zusätzliche Stunde kann für viele von uns eine willkommene Gelegenheit sein, sich auszuruhen und neue Energie zu tanken. Denn das Ende der Sommerzeit steht vor der Tür. Die Blätter fallen, die Luft wird kühler und es ist die perfekte Zeit, um sich in eine warme Decke zu kuscheln. Am letzten Sonntag im Oktober drehen wir die Uhren wieder eine Stunde zurück. Es ist eine Tradition, die uns daran erinnert, wie wertvoll Zeit ist. Dieses Jahr fällt das auf den 27. Oktober 2024. Ein Datum, das man sich merken sollte, um nicht aus dem Takt zu geraten. Streicht euch den Tag im Kalender an, damit ihr nicht vergesst, die Uhren umzustellen und die zusätzliche Stunde zu genießen. Denn das bedeutet eine Stunde mehr Schlaf. Eine Stunde, die wir nutzen können, um uns zu entspannen und zu erholen. Und wer liebt nicht eine kleine Bonusrunde im Land der Träume? Es ist die perfekte Gelegenheit, um die Träume zu erleben, die wir sonst vielleicht verpassen würden. Dieses jährliche Ritual mag auf den ersten Blick etwas verwirrend erscheinen. Viele fragen sich, warum wir diese Umstellung überhaupt machen. Warum stellen wir die Zeit zweimal im Jahr um? Die Geschichte dahinter ist faszinierend und reicht weit zurück. Nun, es geht darum, das Beste aus dem Tageslicht herauszuholen, besonders in den kürzeren Tagen im Herbst und Winter. Es hilft uns, das Tageslicht optimal zu nutzen und unsere Tage produktiver zu gestalten. Besonders in den kürzeren Tagen im Herbst und Winter, wenn das Tageslicht knapp ist, kann diese Anpassung einen großen Unterschied machen. Wenn die Tage also kürzer und die Nächte länger werden, nehmen wir diese kleine Anpassung vor, um das Beste aus dem verfügbaren Licht zu machen. Nehmen wir diese kleine Anpassung vor, um das Tageslicht optimal zu nutzen und unsere täglichen Aktivitäten besser zu planen. Um das Tageslicht optimal zu nutzen, können wir unsere Morgenstunden besser genießen und produktiver in den Tag starten. Also, freut euch auf die zusätzliche Stunde und macht das Beste daraus. Der Sonntagsrhythmus. Wie die Zeitumstellung unseren Tag beeinflusst. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Ellen, was soll ich denn mit einer ganzen Stunde anfangen? Nun, die Möglichkeiten sind endlos. Ihr könntet ausschlafen, eure Lieblingsserie schauen oder vielleicht sogar eine morgendliche Yoga-Session einlegen. Aber eins ist klar, die Zeitumstellung verschiebt unsere Zeitpläne. Plötzlich ist es eine Stunde früher dunkel und das kann gewöhnungsbedürftig sein. Aber keine Sorge, wir werden später noch ein paar Tipps geben, wie man sich am besten an die Zeitumstellung gewöhnt. Die Sommerzeit. Eine Geschichte von Sonne und Einsparungen. Ob ihr es glaubt oder nicht, das Konzept der Sommerzeit gibt es schon seit Jahrhunderten. Benjamin Franklin, der clevere Erfinder und Gründervater der USA, schlug sie sogar vor, um Energie zu sparen, indem man das Tageslicht besser nutzt. Sprung ins 20. Jahrhundert. Die Sommerzeit wurde während des Ersten Weltkriegs eingeführt, um Energie zu sparen. Die Idee dahinter war, dass die Menschen abends weniger künstliches Licht benötigen würden, wenn man die Uhren vorstellen würde. Umstellen oder nicht umstellen? Die große Zeitdebatte. Ich will ehrlich sein, die Zeitumstellung ist nicht unumstritten. Manche Leute argumentieren, dass sie den Schlafrhythmus stört, Verwirrung stiftet und gar nicht mehr so viel Energie spart. Auf der anderen Seite sagen Befürworter der Sommerzeit, dass sie Verkehrsunfälle reduziert, den Einzelhandel ankurbelt und den Menschen mehr Tageslicht für Outdoor-Aktivitäten beschert. Ein Thema, das immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt. Taktiken für die Zeitumstellung. Sanft in den neuen Rhythmus finden. Die Umstellung auf eine neue Zeit kann eine Herausforderung sein, aber mit den richtigen Strategien könnt ihr den Übergang reibungslos gestalten. Okay. Kommen wir zur Praxis. Es gibt einige bewährte Methoden, die euch helfen können, euch an die neue Zeit zu gewöhnen und euren Alltag nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hier sind ein paar Tipps, mit denen ihr die Zeitumstellung wie ein Profi meistert. Diese Tipps sind einfach umzusetzen und können einen großen Unterschied machen. Erstens, schrittweise Umstellung. Beginnt ein paar Tage vor der Zeitumstellung, euren Schlafrhythmus jeden Tag um 15 bis 20 Minuten anzupassen. Dies hilft eurem Körper, sich langsam an die neue Zeit zu gewöhnen, ohne dass ihr euch überfordert fühlt. Das macht den Übergang sanfter. Ein langsamer und schrittweiser Ansatz kann den Stress reduzieren, den euer Körper durch die plötzliche Zeitänderung erfahren könnte. Zweitens, umarmt die Dunkelheit. Da es früher dunkel wird, solltet ihr für ausreichend Beleuchtung in eurem Zuhause sorgen.
nutzt warme und gemütliche Beleuchtung, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, um nicht in Herbstdepressionen zu verfallen. Lichttherapielampen können besonders hilfreich sein, um eure Stimmung zu heben und euch energiegeladener zu fühlen. Und schließlich, bleibt aktiv. Auch wenn es verlockend ist, in den kürzeren Tagen zu hibernieren, versucht aktiv zu bleiben. Regelmäßige Bewegung kann Wunder wirken, um eure Energielevel zu halten und eure Laune zu verbessern. Bewegung kann helfen, euren Schlaf-Wach-Zyklus zu regulieren. Aktivitäten wie Joggen, Yoga oder sogar ein Spaziergang im Park können euch helfen, besser zu schlafen und euch tagsüber wacher zu fühlen und eure Stimmung zu verbessern. Denkt daran, dass eine positive Einstellung und ein wenig Planung den Unterschied ausmachen können. Mit diesen Tipps seid ihr bestens gerüstet, um die Zeitumstellung zu meistern und euch in den neuen Rhythmus einzufinden. Die Extrastunde genießen. Tipps für einen entspannten Sonntag. Der Sonntag ist der perfekte Tag, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Denkt an die zusätzliche Stunde, die ihr am Sonntag der Zeitumstellung gewinnt. Diese Stunde kann man wunderbar nutzen, um sich etwas Gutes zu tun. Lasst sie euch nicht entgehen. Nutzt diese Gelegenheit, um etwas zu tun, was ihr schon lange vorhattet, aber nie die Zeit dafür gefunden habt. Hier sind ein paar Ideen, wie ihr das Beste daraus macht. Plant euren Tag im Voraus, um sicherzustellen, dass ihr die zusätzliche Stunde optimal nutzt. Verwöhnt euch, gönnt euch ein langes, entspannendes Bad, lest ein gutes Buch oder genießt einfach die Ruhe und Stille. Oder faulenzt einfach im Schlafanzug herum. Manchmal ist es das Beste, einfach nichts zu tun und den Moment zu genießen. Familienzeit. Versammelt eure Lieben zu einem leckeren Brunch oder einem lustigen Spieleabend. Gemeinsame Zeit mit der Familie ist unbezahlbar und stärkt die Bindungen. Schafft Ordnung. Nutzt die zusätzliche Stunde, um ein kleines Organisationsprojekt in Angriff zu nehmen, das ihr schon lange vor euch herschiebt. Plan B, eine Schublade auszumisten oder Papierkram zu sortieren. Eine aufgeräumte Umgebung kann Wunder für das Wohlbefinden bewirken und den Kopf freimachen. Die Wissenschaft vom Schlaf und der Zeitumstellung. Es ist schon faszinierend, wie unser Körper auf Veränderungen des Tageslichts reagiert. Wenn wir die Uhr umstellen, wirkt sich das auf unseren zirkadianen Rhythmus aus, unsere innere Uhr, die unseren Schlaf-Wach-Zyklus reguliert. Manche Menschen reagieren empfindlicher auf diese Veränderungen als andere, weshalb man sich in den Tagen nach der Zeitumstellung etwas schläfrig oder unwohl fühlen kann. Aber keine Sorge, es dauert normalerweise nur ein paar Tage, bis sich der Körper daran gewöhnt hat. Über die Uhr hinaus die weitreichenderen Auswirkungen der Sommerzeit. Die Zeitumstellung beeinflusst nicht nur unseren Schlafrhythmus, sondern hat auch weitreichendere Folgen. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass es in den Abendstunden nach der Umstellung auf die Sommerzeit häufig zu einem Rückgang von Verkehrsunfällen und Kriminalitätsraten kommt. Und erinnert ihr euch daran, wie Benjamin Franklin die Sommerzeit vorschlug, um Energie zu sparen? Nun, sie hat auch heute noch Auswirkungen, obwohl die Höhe der Energieeinsparungen von Faktoren wie dem geografischen Standort und dem Energieverbrauchsmuster abhängt. Eine globale Perspektive Zeitumstellung weltweit. Wusstet ihr, dass nicht alle Länder die Sommerzeit beachten? Sie ist eher in Nordamerika, Europa und Teilen Australiens üblich. Aber in vielen anderen Teilen der Welt hält man sich das ganze Jahr über an die Standardzeit. Stellt euch vor, ihr reist in ein Land, das seine Uhren nicht umstellt und müsst ständig den Zeitunterschied berechnen. Da weiß man doch die Einfachheit eines synchronisierten Systems zu schätzen, auch wenn es bedeutet, zweimal im Jahr an der Uhr zu drehen. Die Zukunft der Zeit. Was bringt die Zukunft für die Sommerzeit? In letzter Zeit wird viel über die Zukunft der Sommerzeit diskutiert. Einige Länder und Staaten haben sogar erwogen, die Praxis ganz abzuschaffen und das ganze Jahr über bei einer Zeit zu bleiben. Es wird interessant sein zu sehen, was die Zukunft für diese alte Tradition bereithält. Werden wir weiterhin im Frühjahr vorstellen und im Herbst zurückstellen? Oder werden wir uns irgendwann auf eine einzige Zeit einigen? Nur die Zeit wird es zeigen. Abschließende Gedanken. Das Geschenk der Zeit optimal nutzen. Ob man sie nun liebt oder hasst, die Zeitumstellung erinnert uns zweimal im Jahr daran, dass Zeit kostbar ist. Wenn ihr also im Oktober diese zusätzliche Stunde gewinnt, nutzt sie weise. Verbringt sie mit euren Lieben, widmet euch einer Leidenschaft oder entspannt euch einfach und tankt neue Energie. Und hey, ich möchte von euch hören.
Was denkt ihr über die Zeitumstellung? Habt ihr lustige Traditionen oder Tipps für die Umstellung? Teilt eure Geschichten mit mir in den sozialen Medien.